Also für mich war der größte politische Erfolgsmoment, als in dieser Wahlperiode wir einstimmig beschlossen haben, dass wir Radschnellwege in Düsseldorf haben. Das hatte bei dem Wahlkampf 2009, war das unsere Forderung und alle anderen haben uns für verrückt erklärt. Und jetzt ist das hier Mainstream geworden. Das war prima. Ja, eine große Enttäuschung war, dass es uns nicht gelungen ist, den Abriss des Tausendfüßlers zu verhindern. Ich hätte den gerne als Fahrradstraße behalten. Stattdessen kriegen wir jetzt sehr teure Autotunnels. Das war bitter und daran werden wir lange noch bezahlen müssen. Und für die nächste Wahlperiode hoffe ich, dass wir ein anderes politisches Klima herkriegen, wo nicht mehr eine Mehrheit alles durchboxt und alles von der Opposition wegtut, sondern wir wieder konstruktiv miteinander reden und vielleicht ein bisschen mehr Bürgerbeteiligung auch in Düsseldorf kriegen.